In meinem Quartier, der auch immer damit beschäftigt ist, ist Renato Steffen. Habe ich einen Joker? Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Fällt mir jetzt gerade keiner ein. Habe ich einen Joker? Fällt mir jetzt keiner ein. Muss ich passen, leider. Na, da würde ich jetzt nicht eine sagen. Ja, auf dem Boden liege ich, aber ich bin dann eigentlich schnell wieder auf. Josh, direkt, glaube ich. Spontan würde ich es auf Otti sagen, aber ich weiß auch nicht warum. Also. Immer am Reklamieren und so. Aber ich glaube nicht, dass der Otti eine Drama-Queen ist. Also. Aber im Spiel liegt er auch öfter, muss ich sagen. Ich glaube schon, dass der weit vorne ist. Wout. Das sind teilweise Nachfragen, teilweise sieht immer ein bisschen was anders. Vor allem, wenn es immer gegen ihn geht. Josip Rekalo. Ja, der hat sich dann so langsam letzte Zeit hat er sich ein bisschen hochgeworfen und ist er sehr aktiv dran. Der gibt gerne seinen Farb und ja, quatscht gerne mit uns. Renato. Ja, eigentlich keiner. Wir sind ja eigentlich immer sehr verständlich, aber. Renato ist sehr klein, aber hat so eine Maul. Vielleicht mal Kuhn, wenn es mal das nicht klar ist, wie die Leute da stehen müssen, aber sonst sehr wenig. Immer am Quatschen, Renatsch. Da muss ich leider auch Marin sagen. Kann ich jetzt keinen. Fällt mir keiner auf. Oder fällt mir keiner ein. Er ist kein Morgenmensch und er tut sich immer schwer, da rechtzeitig zum Frühstück zu kommen. Roussillon. Boah, weiß ich gar nicht. Der schlechteste Mann auf der Welt. Am Morgens, ja, ich muss ehrlich sagen. Also so eine Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, dass mich jemand dumm angemacht hat, wenn ich ihn irgendwie angesprochen habe. Ich sage ihm Hallo, er gibt mir keine Antwort. Ich bin seine Kapitän, aber er hat keinen Respekt vor mir am Morgen. So, Russ, es tut mir leid. Also ich habe morgens, wenn ich müde bin, auch immer mal einen schlechten Tag. Aber das eigentlich stehe ich schon früh auf, aber bin teilweise dann müde, dann bin ich ein bisschen genervt. Aber sonst fällt mir eigentlich keiner ein, denn in der Mannschaft, der morgens halt sehr extrem schlecht drauf ist. Sind alle rechte Frühaufsteher, dadurch, dass alle auch Kinder haben, sind sie alle früh wach. Mich. Ganz klar mich. Also beim Yoga und so, ich bin da raus. Also ich bin in der Früh, kann ich gar nicht. Da geht es für mich nur ums Überleben. Wie komme ich von A nach B, wie komme ich zum Training und wie schaffe ich die ersten 2 Stunden? Wout und Felix, beide. Boah, schwer zu sagen. Klausi, wenn er sie offen hat, und Xaver. Ja, das ist natürlich sehr persönlich und ich hoffe, jeder findet seine Frisur gut, weil sonst hat er was Falsches gemacht. Kann ich schwer sagen. Josip Rekalo. Es gehen viele immer oft zum Friseur, aber ich würde mich jetzt nicht festlegen können, wer so die schönste Frisur hat. Vielleicht, weil ich es auch so gern so trage wie er auf der Seite, kurz oben etwas länger. Aber ich finde, er hat einfach eine schönere Kopfform und das sieht bei ihm irgendwie besser aus. Das ist halt auch Geschmackssache. Wie gesagt, Wout hat ähnliche Haare, glaube ich, jetzt wie ich. Entweder lang oder jetzt wie kurz. Sehr mein Geschmack. Ja, das bin ich natürlich. Sind natürlich immer sehr schön. Kevin im Babu. Der auch immer damit beschäftigt ist, ist Renato Steffen. Da sind wir mit Föhn auch dran, Gel dran. Ist, glaube ich, präsentiert für diese Frage und ja, deswegen Kevin. Der braucht bestimmt so 20, 30 Minuten immer. So, der ist auch ein Kandidat.